Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal rund um das Thema Grundlagen der Tragwerksplanung. Mein Name ist Maximilian und das heutige Video handelt von der Ermittlung des Eigengewichts inhomogener Querschnitte. Und damit wechseln wir auch direkt zur Zeicheneinheit. Zu Beginn erstmal, was sind denn eigentlich inhomogene Querschnitte? Dazu beginne ich jetzt am besten kurz mit einem Beispiel. Da haben wir jetzt einmal homogene Querschnitte und inhomogene Querschnitte, die wir miteinander vergleichen können. Zu den homogenen Querschnitten habe ich ja bereits ein Video gemacht und ich verlinke es dir jetzt nochmal oben in der Infobox. Trotzdem gebe ich dir jetzt hier nochmal einen kurzen Rückblick. Ein homogener Querschnitt besteht nur aus einem Baustoff. Wäre zum Beispiel der Fall, wenn wir jetzt mal eine Holzplatte nehmen würden. Ich mache jetzt hier durch diese Platte einen Schnitt. Und du siehst ja, die Platte besteht jetzt nur aus einem Material und das wäre Holz. Kommen wir jetzt zu den inhomogenen Querschnitten. Inhomogene Querschnitte können aus unterschiedlichen Baustoffen bestehen. Was sind denn jetzt zum Beispiel Bauteile, die inhomogen aufgebaut sind? Das wären Holzbalkendecken, Dachaufbauten, Holztafelwände oder Stahlbeton-Rippendecken. Und es gibt natürlich noch viele weitere. Bei den flächigen Bauteilen berechnen wir das Eigengewicht als Flächenlast bezogen auf einen Quadratmeter Fläche. Bei inhomogenen Bauteilen ermittelt man die Flächenlast genau wie bei homogenen Bauteilen, nur dass man die inhomogenen Anteile entsprechend ihres Flächenanteils mittelt. Was heißt das jetzt konkret? Ich schreibe dir dazu mal eine Formel auf. Wir haben hier GI Mittel charakteristisch und das setzt sich jetzt aus der Breite des Bauteils I zusammen, mal der Dicke des Bauteils I, mal der Wichte des Bauteils I durch den Abstand E. Ich veranschauliche dir das Ganze jetzt auch nochmal an einem kleinen Beispiel. Hier in diesem ersten Beispiel nehme ich jetzt den Querschnitt einer Holzbalkendecke ohne Holzverschalung. Im Querschnitt sieht das Ganze ja dann so aus. Und die Holzbalken haben eine Breite von B gleich 8 cm und eine Höhe von H gleich 16 cm. Hier in diesen Zwischenräumen, die ich jetzt mal blau markiere, befindet sich Luft. Und die haben einen Abstand E untereinander. Es ist immer von Schwerachse zu Schwerachse. Und der beträgt 60 cm. Wie ermitteln wir uns jetzt unser Eigengewicht dieser Holzbalkendecke oder Holzbalkenlage? Das wäre ja dann GK ist gleich B mal H mal Gamma Holz durch den Abstand E. Wenn wir jetzt unsere Werte einsetzen, die setzen wir aber jetzt in Meter ein, haben wir 0,08 Meter Holzbreite mal 0,16 Meter Holzhöhe. Bei dem Baustoff für die Holzbalkendecke gehen wir mal von einem Nadelholz C24 aus. Und das hat eine Wichte von Gamma gleich 4,2 kN pro Kubikmeter. Die setzen wir jetzt hier unten ein.
Und dann teilen wir noch durch den Abstand E, das sind ja unsere 60 cm, also 0,6 Meter. Und damit kommen wir auf ein GK von 0,0896 Kilonewton pro Quadratmeter. Und das sind dann rund 0,09 Kilonewton pro Quadratmeter. Ich habe jetzt für das bessere Verständnis noch zwei weitere Beispiele mitgebracht. Das zweite hier ist jetzt ein Dachaufbau eines Carports. Zeichne dir mal hier kurz die Schichten ein. Wir hätten hier oben die Schicht 1. Dann hier die Schicht 2. Und hier unten die dritte Schicht. Bei der ersten Schicht handelt es sich um eine dreilagige Bitumenbahn. Dann bei der zweiten Schicht handelt es sich um eine Holzverschalung aus Sperrholz. Die Holzverschalung hat eine Dicke von 30 mm. Die Dicken zeichne ich aber gleich auch noch im Querschnitt ein. Und dann als dritte Schicht haben wir wieder Holzbalken. Wieder aus einem Nadelholz C24. Und die Holzbalken haben eine Breite von 10 cm und eine Höhe von 20 cm. Und der Abstand E untereinander beträgt 80 cm. Zeichne dir jetzt hier nochmal kurz die Abmessungen und Dimensionen der einzelnen Schichten ein. Die Bitumenschicht hat jetzt keine Dicke angegeben, die ist ja nur dreilagig, die lassen wir jetzt hier mal weg. Dann haben wir 3 cm Holzverschalung, 20 cm Holzbalken. Die Holzbalken haben eine Breite von 10 cm. Und dann haben wir ja wieder diesen Abstand E der Holzbalken untereinander. Und der ist 80 cm. Hier drin, musst du wieder bedenken, haben wir Luft. Das ich jetzt mal blau markiere. Dann wissen wir, unsere Bitumenschicht ist eine homogene Schicht. Die mache ich jetzt mal lila. Unsere Holzverschalung ist auch eine homogene Schicht. Die mache ich jetzt auch mal lila. Und unsere Holzbalkenlage ist eine inhomogene Schicht und die mache ich jetzt mal grün. Für die Wichten unserer einzelnen Schichten schaue ich jetzt mal in die Schneider-Bautabellen und da erhalte ich für Bitumenbahnen eine Wichte pro Bahn von 0,06 Kilonewton pro Quadratmeter. Für unsere Holzverschalung erhalte ich eine Wichte für Sperrholz von 5 kN pro Kubikmeter. Und für unsere Holzbalken habe ich eine Wichte von Gamma gleich 4,2 kN pro Kubikmeter. Die hier im Tabellenwerk angegebene Wichte von 4,2 kN pro Kubikmeter bezieht sich immer auf eine Ausgleichsfeuchte von kleiner 12%. Und da unser Carport jetzt draußen steht, können wir diese Wichte nochmal erhöhen oder sollten wir eher diese Wichte nochmal erhöhen, weil wir im Außenbereich unter Beregnung eine Ausgleichsfeuchte im Holz von größer 12% haben und sich damit die Wichte erhöht. Und damit benutze ich jetzt mal eine Wichte von 5,2 kN pro Kubikmeter. Falls es dich jetzt hier verwirrt, warum ich hier einmal kN pro Quadratmeter geschrieben habe und die anderen beiden Schichten sind kN pro Kubikmeter, liegt daran, dass die Wichte bei der Bitumenbahn hier oben für eine Lage sozusagen ausgerechnet wurde und damit schon die Dicke eingerechnet wurde in die Wichte. Bei den anderen beiden Baustoffen müssen wir das Ganze noch machen. Kommen wir jetzt zur Ermittlung des Eigengewichts des Dachaufbaus. Da hätten wir jetzt einmal G1K von der ersten Schicht und das wäre ja die Anzahl der Lagen n mal die Wichte der Schicht.
Damit kommen wir dann auf 3 mal 0,06 Kilonewton pro Quadratmeter und das sind ausgerechnet 0,18 Kilonewton pro Quadratmeter. Für die Eigenlast der zweiten Schicht G2K haben wir ja auch wieder eine homogene Schicht, also wir können das ganz normal ausrechnen. Das wäre dann einfach die Schichtdicke D mal die Wichte Gamma von der zweiten Schicht. Und das wären jetzt hier, ich rechne es in Meter um, 0,03 Meter mal 5 Kilonewton pro Kubikmeter. Und damit komme ich auf eine Flächenlast von 0,2 Kilonewton pro Quadratmeter. Für die dritte Schicht, G3K, ermittelt sich das Eigengewicht dann jetzt aus der Formel für die inhomogenen Querschnitte. Da hatten wir ja die Breite mal die Höhe mal die Dichte durch den Abstand E. Durch Einsetzen komme ich jetzt auf 0,1 Meter mal 0,2 Meter mal eine Dichte von 5,2 Kilonewton pro Kubikmeter durch den Abstand E von 80 Zentimetern, also 0,8 Meter und erhalte dann eine ständige Flächenlast von 0,13 Kilonewton pro Quadratmeter. Jetzt müssen wir zu guter Letzt nur noch das Ganze aufaddieren. Das wäre ja G gesamt, charakteristisch ist G1k plus G2k plus G3k. Und jetzt kann ich das Ganze einsetzen. Das sind 0,18 Kilonewton pro Quadratmeter plus 0,2 Kilonewton pro Quadratmeter plus 0,13 Kilonewton pro Quadratmeter. Wenn ich das Ganze jetzt ausrechne, komme ich auf ein G-Gesamt von 0,51 Kilonewton pro Quadratmeter. Und somit haben wir uns die ständige Eigenlast des Dachaufbaus des Carports ausgerechnet. Wenn ich jetzt hier mal auf die Videozeit schaue, sehe ich, dass das Video schon ziemlich lang wird. Deshalb werde ich das dritte Beispiel in einem separaten Video bringen. Ich werde es dir dann anschließend oben in der Infobox verlinken. Falls du noch weitere Fragen zum Thema hast oder dir ein Video über ein bestimmtes Thema wünschst, dann schreib das doch gerne in die Kommentare. Und bei Gelegenheit werde ich gerne darauf eingehen. Wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann liked doch gerne das Video und abonniert meinen Kanal. Das wär's mit diesem Video. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.